Das ist Maria Bella Jameson. Meine Oma. Und das hier? Das ist mein Opa. Würdest du bitte in den Ofen hineinklettern und ihn reinigen? Oma? Chillin' in cynical, call me a saint, place packed in the drinks we have, be stacking like racks. Hobo or the drunk, call that face in fact. Lifted but no tow truck, public offense, what we roll up. Cause it's too loud, won't slow up. No brakes on someone when they rig the bus. Hello. In morning while we're still laid back, she made me stand up, but still I'm laid back. Saying I'm a player, she don't play that. I said it might look different when you press. Heute ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Tag. Also weil heute die 25. Social Movie Night stattfindet. Hier ist Roman Hofmann. Guten Abend. Wir haben gesagt, okay, gehen wir jetzt auf Tour und diese Woche halt 5 Tage, 5 Städte. Nicht ist der Name, aber ihr kennt ihn wahrscheinlich als Dark Victory. Wir haben jetzt endlich unsere Kinotour von Tube Clash zu Ende gebracht. Ich wollte schon so lange mal richtig Zeit mit dir verbringen, Oma. So glücklich habe ich eure Großmutter seit Jahren nicht erlebt. Hier ist 21:30 Schlafenszeit. Danach solltet ihr euer Zimmer nicht mehr verlassen. Gute Nacht. Gute Nacht. The Visit. Ich habe meinen kompletten Sitz nach hinten gedrückt, weil ich mich so dermaßen erschrocken habe. Es war super creepy teilweise. Ich dachte, was sehe ich da gerade auf der Leinwand und was, oh mein Gott. Guten Morgen, frisch geduscht. Du nicht? Doch, selbstverständlich, denn es ging ja heiß her, gestern noch im Alhambra in Berlin zu unserer großen Auftaktpräsentation von The Visit. Doch jetzt steht noch an. Als nächstes Hamburg und jetzt heißt es endlich, wir haben einen Tourbus, wir haben eine Crew und jetzt beginnt die richtige Social Movie Tour erstmal ab nach Hamburg und das wird hoffentlich eine heitere Woche. Ich freue mich sehr. Bleib die Kamera. Also er hat seine Seele verkauft und alles Bildmaterial darf gegen ihn verwendet werden. Track by track, hi-fi decibels, lo-fi rack, taste so incredible, Scooby stack, got no money, ain't got fame, low on the pole, but high on the game, my skin is on fire, ready to surrender, cause I stand my ground. Das war auch ein bisschen wie so ein Vlog. Das war so der beste Vlog der Welt. Der war, ich bin immer noch so, ich würde den jetzt nochmal gucken. Mir hat Spaß gemacht, dass die Leute wirklich geschrien haben bei manchen Szenen, also bei denen sie auch schreien sollten, dass die Leute gelacht haben. Herzlich willkommen, wir sind hier in Hannover. Der hat mir echt gut gefallen, diese Mischung aus diesem Humor zwischendurch und dann dieses Spannende. Voll vorbereitet auf einen Horrorfilm, so mit viel Schreien und Gruseln. Und dann kommt dieser Film und der fickt dich einfach. Es passiert nicht das, womit du gerechnet hast. Er war anders erstmal, finde ich, und dass er auf diese ganzen Wow und das Ganze verzichtet hat am Anfang, das fand ich am besten. Wirklich den halben Film habe ich da so gesessen mit dem T-Shirt vor der Nase und ich glaube, ich habe die ganze Reihe neben mir unterhalten. Ich habe mich einmal so erschrocken, ich bin fast aus dem Sitz gesprungen. Ich habe die ganze Zeit da so gesessen. Mom, irgendwas stimmt nicht mit Oma und Opa. Sie sind eben alt.
Ich reinige es nur. Was ist in dem Schuppen? Oma? Bist du hier unten? Das bist du hier? Ja. Mit, was ist das? Also du hast die Hand, ist das noch Popcorn in deiner Hand? Ja. Du hast gesagt Popcorn. Ja. Jedes Mal, wenn der Film dir einen reingewirkt hat so und irgendwie ein Erschrecker kam, kam dann der kleine Kerl halt irgendwie gefreestylt, es kam irgendwie ein Gag oder irgendwas, selbst ohne jetzt was vorwegnehmen zu wollen. Zum Schluss passiert sowas nochmal. Sehr ungewöhnlich, sehr, sehr unterhaltsam. Ja, Kruzifix, jetzt haben wir es geschafft. Der letzte Tag ist nun angebrochen. Es ist das letzte Mal, dass wir die Visite gezeigt haben auf der Social Movie Tour. Wie fühlt er sich hier drin im Herzen an? Es hat großen Spaß gemacht. Und vor allem heute sind wir in München ehrlicherweise ein bisschen zu spät gekommen, weil wir im Stau stecken. Und trotzdem wurden wir ganz herzlich empfangen. Und das Publikum hatte wieder großen Spaß und war wieder sehr überrascht. Und gerade, ich habe jetzt zum sechsten Mal gesehen, das fünfte Mal auf der Tour. Ich lehne mich einfach zurück und mache die Augen zu und genieße es. Und es klappt jedes Mal. Und deswegen kann ich bei The Visit immer nur wieder sagen, schaut euch den an, weil der ist ganz anders, als man denkt, wenn man den Trailer anschaut. Ich glaube, das können die einige bestätigen. Der eine oder andere wird schon den Kopf nicken. Was steht da drauf? Robert hatte Schiss auch beim sechsten Mal. Social Movie Tour, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, die jetzt hinter der Kamera stehen. Robert Hofmann. Romance, Hashtag The Visit, Hashtag Social Movie Tour. Die erste. Und die zweite kommt bestimmt auch. Tschüss!